Hallo liebe Sportfanaten, willkommen zu einem neuen Vereinscheck. Und heute geht es bei uns um den Präzisionssport Fechten. Und dafür möchten wir euch heute mal die drei Waffengattungen etwas näher beleuchten, die da heißen Degen, das Florett und natürlich zu guter Letzt den Säbel. Und wie genau das funktioniert und welche Unterschiede es da genau gibt, das wollen wir euch heute zeigen beim Berliner Fechtclub. Der Berliner Fechtclub wurde schon im Jahr 1895 gegründet. Damit ist der Verein der älteste Fechtclub aus Berlin. Sportliche Erfolge stehen im Verein nicht an erster Stelle. Der Fechtclub bietet vor allem Breitensport für jedermann. Michael Rosenstock ist Vorstandsvorsitzender. Er erläutert mir die Philosophie des Vereins etwas genauer. Also wir betreiben unseren Sport sicherlich mit Freude und Leidenschaft und Liebe. Das wollen wir weitergeben. Und das leben wir, indem wir als einziger Berliner Fechtclub ein Erwachsenen-Anfängertraining anbieten. Andere Fechtclubs schicken ihre interessierten Erwachsenen-Anfänger zu uns. Wir sind sehr aktiv in der Kinder- und Jugendarbeit. Der Breitensport steht beim Verein im Vordergrund. Trotzdem wird man beim Berliner Fechtclub natürlich professionell ausgebildet. So ist es auch ein Ziel des Vereins, Sportler zu nationalen und internationalen Wettkämpfen zu schicken. Wir haben hier eine sehr schöne Halle in der Marienburg-Oberschule in Wilmersdorf. Die wird nur von uns genutzt. Wir haben hier uneingeschränkte Trainingsmöglichkeiten, können die Halle am Wochenende für Turniere nutzen. Dreimal in der Woche bietet der Berliner Fechtclub Training an. Los geht es ab einem Alter von 7 Jahren. Nach oben ist alles offen. Beim Fechten gibt es drei Waffengattungen: Degen, Säbel und Florett. Alle drei Disziplinen unterscheiden sich durch Aufbau der Waffe und durch die Trefferfläche beim Gegner. Elisabeth Schöß ficht seit 11 Jahren. Sie erklärt mir die genauen Unterschiede. Beim Degen ist es ganz einfach, der ganze Körper ist Trefferfläche und ja, man kann alles treffen. Es gibt nicht viele Regeln. Wenn beide Lampen leuchten, kriegen beide einen Treffer. Alle Treffer beim Fechten werden elektronisch erfasst. Die Schutzkleidung ist leitend. Berührt die Waffe den Gegner, gibt es sofort ein Signal. Beim Florett ist nur der Oberkörper, Trefferfläche ohne Arme und Kopf. Und man muss sich das Treffervorrecht erkämpfen. Und dadurch ist es ein bisschen komplizierter. Beim Degen und beim Florett werden die Treffer über Druck ausgelöst. An der Spitze der Waffen gibt es einen Druckknopf. Ab einer Belastung von 500 bzw. 750 Gramm zählt die Attacke als Treffer. Beim Säbel reicht schon eine reine Berührung vom gegnerischen Anzug aus. Der Säbel, da ist der ganze Oberkörper Trefferfläche. Es ist keine Stoßwaffe, sondern eine Hiebwaffe. Und da muss halt kein Gewicht ausgelöst werden, um den Treffer zu erzielen. Kein Gewicht auslösen, nur berühren? Das hört sich ja erst einmal recht einfach an. Genau die richtige Disziplin für mich. Ich will mir ein Duell mit Gerd Wichitil liefern. Damit ich nicht total verloren bin, bekomme ich aber erst einmal eine kleine Einführung von ihm. Wie muss ich überhaupt den Säbel halten? Naja, der Säbel ist ja eine Hieb- und Stichwaffe. Das heißt, man muss mit dem Säbel Schläge ausüben. Man hält die Waffe so, nicht wie ein Florett oder ein Degen so, sondern so, damit man eben so zum Beispiel auf den Kopf schlagen kann. Wie so oft ist auch beim Fechten die Technik alles entscheidend. Präzision und Koordination sind weit wichtiger als pure Kraft. Zwei Sachen muss man beim Fechten beherrschen. Zum einen den Angriff und zum anderen die Verteidigung. Wir müssen uns noch ein bisschen mehr bewegen. Wir sind ja beim Säbelfechten. Der Säbel ist sehr dynamisch, da geht es viel hin und her. Ja. Also müssen wir das mit den Schritten und mit den Ausfällen und Schritt vorwärts, Schritt rückwärts noch ein bisschen üben. Die richtige Stellung und gute Beinarbeit sind beim Fechten ein entscheidender Faktor. Ohne flinke Füße ist man hoffnungslos verloren. So, die Grundtechniken, die habe ich jetzt einigermaßen drauf. Eben war der Gerd noch mein Trainer, jetzt ist er allerdings mein Gegner und ich versuche natürlich mit all meiner Kraft jetzt einen Punkt gegen ihn zu machen. Ich hoffe, mir gelingt es. Beim Fechten ist vor allem die Schnellkraft entscheidend. Die Angriffe müssen blitzschnell und überfallartig kommen. Während wir so fechten, muss ich aber auch feststellen, dass man Ausdauer nicht unterschätzen sollte. Unter permanenter Anspannung zu stehen, kann ganz schön auf die Kondition gehen. Jetzt muss ich einen Säbel.
immerhin. Ja, zwei Punkte. Oh, bin ich fertig. Vielen Dank. Ja, okay. Vielen, vielen Dank. Du hast mir immerhin zweimal einen Treffer gegönnt. Aber am Ende kann nur einer gewinnen. Du hast dich eingeladen, bei uns zu trainieren, dann wird sich das irgendwann drehen. Ja, okay. Also hat Spaß gemacht, ja. Bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg noch. Danke. Dankeschön. Ja, Fechten ist auf jeden Fall eine Sportart, die von draußen weitaus einfacher aussieht, als wenn man selber mal einen Anzug ausprobiert hat. Sehr, sehr viel Schweiß muss man auf jeden Fall lassen, um hier so einen Kampf durchzustehen. Ich habe auf jeden Fall meine Erfahrung gemacht und wenn ihr das auch machen möchtet, dann kommt doch einfach vorbei hier beim Berliner Fechtclub. 20 bis 28 Euro beträgt der Monatsbeitrag und für alle Anfänger bietet der Verein einen Schnupperkurs an, der 4 Wochen geht. Das war's heute hier vom Berliner Fechtclub. Bis zum nächsten Mal. Ciao.